heute nicht. So, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem SV 63 Luckenwalde. Mit ohne Zuschauer. Das ist also für uns auch das erste Mal total neu und auch nicht angenehm. Und wie es üblich ist, unser Gästetrainer Michael Paune hat als erster das Statement zum Spiel. Ja, erstmal schönen guten Abend. Herreise war schon nicht so einfach. Wir waren im Stau, waren erst kurze, knappe Stunde vorher hier. Trotzdem hatten wir uns auf die Fahnen geschrieben, alles in die ersten 5 oder 10 Minuten zu legen, um richtig in das Spiel reinzukommen. Ich glaube, erste Situation rutscht mal gleich aus. Ging also nach hinten los. Da war Meuselwitz klar überlegen gewesen in den ersten Minuten. Wir haben uns dann aber so ein bisschen reingebissen in diese Partie. Mitte der ersten Halbzeit fand ich, war es ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann wesentlich besser im Spiel, haben weniger Fehler gemacht im Ballbesitz. Es war ungewohnt vor meiner Mannschaft, dass wir so viele Fehler gemacht haben im Ballbesitz. Durch einen Geniestreich von Christian Flath gehen wir dann 1-0 in Führung. Müssen dann mit dem Elfmeter den Deckel drauf machen, haben wir nicht geschafft, aber hinten raus mit Schmal sein zweites Tor gewinnen wir hier. Ich würde jetzt einschätzen, glücklich. Hatten aber in der Hinrunde schon ganz andere Spiele, wo wir klar überlegen waren und keine Ergebnisse geholt haben. Von daher ist es jetzt mal andersrum gekommen. Ich hoffe, in Zukunft können wir das irgendwie beides verknüpfen. Gute Leistungen und gute Ergebnisse, das ist unser Ziel für die Rückrunde. Meuselwitz, alles Gute. Danke. Danke. Unser Trainer David Berger zum Spiel kurz. Ja, wir haben uns natürlich ein bisschen mehr vorgenommen. Also wir haben eine sehr ordentliche Vorbereitung gehabt, auch mit dem Trainingslager. Ich glaube, das hat man gesehen, dass die Jungs viel wollten. Wir haben uns auch ein paar Sachen überlegt, wie wir es gegen Luckenwalde machen, weil sie in meinen Augen schon einen sehr, sehr guten Fußball spielen. Mein Kollege, der sich ein bisschen was bei denkt, wie sie letztendlich nachher auch zu Torerfolgen kommen, und die Erfolge geben ihm echt recht. Und ich glaube, wir waren selber ein bisschen überrascht, dass wir das Spiel so gut im Griff hatten, dass wir die Chancen, zu denen vor allen Dingen gerade nach den Standardsituationen, einfach nicht nutzen. Einfach, das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch diese Zeit. Es ist halt leider schade, dass wir nicht mal so 1-0 nach so einer ordentlichen Anfangsphase in Führung gehen. Ich denke, erste Halbzeit haben wir schon das Spiel dann so ein bisschen im Griff gehabt. Zweite Halbzeit in meinen Augen ausgeglichener, deutlich ausgeglichener. Wir haben immer gemerkt, dass Luckenwalde schon in unseren Räumen, die uns wehtun, schon reinspielen kann. Und so fällt natürlich auch das Tor. So einen Ball spielen nicht viele in dieser Regionalliga. Das heißt noch lange nicht, dass man den Ball nicht erlaufen kann. Und auch das muss man trainieren, das muss man wissen, dass der Ball tief kommt und der Freddy dann einfach auch vor dem Tor eiskalt ist zum 1-0. Dann haben wir uns ein bisschen geschüttelt in meinen Augen, waren trotzdem bereit, auch zu investieren. Bei dem Elfmeter kann ich nicht sagen, ob das einer war. Der Matze hat ihn gut gehalten. Dann waren wir so ein bisschen im Momentum wieder drin, haben 2, 3 Möglichkeiten gehabt. Ich sag mal, Florian Hansch hat, das war so ein bisschen sinnbildlich für unsere ganze Leistung, sehr, sehr unglücklos gespielt. Unglücklich, will ich sagen. Der Johann Martinez hat in meinen Augen ein gutes Debüt gegeben heute. Der Checker, der Jakubow, hat in meinen Augen auf den Flügelpositionen auch seine Sache sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, da hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht mal einer reinfällt und wir damit belohnt werden. Am Ende, muss ich sagen, hat die Mannschaft, die cleverer und ein bisschen routinierter die Sache runtergespielt, und am Ende des Tages 2-0 gewonnen. Ob verdient oder nicht, interessiert mich am Ende des Tages nicht. 2-0 gewonnen. Und deswegen Glückwunsch an meinen Kollegen, alles Gute Ihnen, und wir stellen uns wieder auf. Und ich habe der Mannschaft auch gesagt, dass ich mir nicht viel vorwerfen kann, dass wir an uns glauben sollen, und dann werden wir auch sicherlich ein paar Möglichkeiten auch beim BFC Dynamo haben. Vielen Dank. Gibt es Fragen von den Journalisten an den Trainer? Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche den Gästen eine gute Heimfahrt und Ihnen ebenfalls einen guten Nachhause. Schönen Tag.